Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen. Beim Haus von Ilsvir, dem Puppenmacher. Dass wir jetzt auch mal direkt reingehen werden. Hier ist ein Bild von ihm. Und hier müsste direkt ein Speicherpunkt sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Das wusste ich noch. So, yes. I wanna save, please. Let me save. Hier. Ja, möchte ich. Dam, 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 da, 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 da. Da, 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 da. Ich ändere auch schon mal wieder auf Schutzschild, sicherheitshalber. Denn das kann man hier garantiert noch irgendwo gut gebrauchen. Flammenschwert war auf jeden Fall hier sehr gut gegen die Puppen, das weiß ich noch. Hier ist ein Raum, der scheinbar offen ist. Und was ist da hinten? Ist da auch irgendwas schon offen? Oh ja. Oh ja. Obwohl, oder ist die Tür hier zu? Bist du offen oder zu? Ne, bist noch zu. Ah, okay, dann gibt es doch nur einen Weg. Das ist gut. Das ist gut. Hier sind auf jeden Fall sehr creepige Gestalten bei. Das weiß ich. Hab ich mich erschreckt, meine Güte. Oh. Na, steh auf. Achso, hier sterben sie sofort auf einmal. Wenn sie sich so selber umbringen mit ihren Waffen, dann sterben sie. Hallo, ich würde gerne diesen Schalter da hinten umlegen. Was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Oh, jetzt muss ich extra nochmal rausgehen, nur deswegen, oder was? Das kann echt nicht angehen. Oder ist hier vielleicht doch schon offen, dass ich hier irgendwie lang kann? Nein, natürlich nicht. Das war jetzt gerade echt doof, einfach nur. Das war gerade echt einfach nur doof. Ja, ich aktiviere ja schon wieder den Schutzschild. Ist okay. So, dich lasse ich mal so verpuffen. Na, euch komische Dinger. Kann ich hier durch? Oh ja, kann ich. Muss ich jetzt mit dem überhaupt hier weiter? Nee, anscheinend hier auch nicht. Nee. Ach, hier ist jetzt Affen, Affen hier oben. Affen, Affen. Scheiße. Ach, so geht's ja auch, okay. Wow. Ich könnte jetzt auch rein theoretisch hier einfach warten, bis sich meine Energie wieder ein bisschen aufgefüllt hat. Ich glaube, das mache ich auch. Oder? Ich folge jetzt einfach mal der Kugel hier, glaube ich. Hey, Victor!
Vey, Victors! Warum sind wir jetzt auf einmal doch keine Opfer? Ich möchte saugen. Das klingt falsch. Ich bräuchte mal langsam, aber sicher Blut. Ah ja, sehr schön. Komische Entenpuppendinger. Monsterviecher. Ah, hier war ich ja vorher, okay. Echt, was auch immer das für ein Viech ist. Sah auf jeden Fall sehr creepy aus. Hier ist... Achso, es ist ein Schalter. Ich hatte es gerade für ein Bild einfach nur gehalten, deswegen. Ach, jetzt bin ich hier wieder im Hauptraum. Wie schön. Könnte ich hier rein theoretisch jetzt nochmal speichern, aber das mache ich jetzt einfach mal nicht. Echt, was sind das für komische Puppenviecher? Für mich waren das immer irgendwelche komischen Enten. Entendinger. Aber ich weiß einfach nicht, was das sein soll. Achso, das ist ein Puppentypi. Oh, dann sollte ich auf jeden Fall ja auch wieder die Viecher hier vorher vernichten. Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht, aber egal. Oder war das, weil ich die Viecher getötet habe? Hey, Victor! Hilfe! Aua! Hey, Victor! Was ist denn hier drauf? Ist das Blut auf der Treppe oder was ist das hier? Ah. Dass dieser Zauber anscheinend so wenig Energie verbraucht, dass ich ihn fast jederzeit benutzen kann. Gehe ich halt wieder und warte kurz. Habe ich gar kein Problem mit. Na komm, füll dich. Dankeschön. Ups. Da 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 da. Da da da. Wenn ich gerade ein bisschen zu still bin, dann tut's mir leid. Aber ich konzentriere mich hier gerade halt auch wirklich. Logischerweise. Da da. Jetzt bin ich hier rausgekommen. Jetzt ist die mittlere Tür hier auch schon frei, wie es scheint. Dann speichere ich nochmal. So mies, wie das ja hier bei mir aussieht, ne, mit der Energie und so. Ist das, denke ich mal, nicht verkehrt. Ja, hier ist ganz gut, ne? Ne? Game saved. Save besser. Save schneller oder keine Ahnung. Whatever. Ah, ah, ah.
So. Die braucht jetzt doch kein Mensch mehr. Hier ist zu. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Ach, ich kann nur gerade über etwas drüber springen. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Hallo. Na kommt her, ihr lustigen Entenviecher. Ihr Strampelheinis, ihr. Ach, hier muss ich jetzt wieder drüber springen, okay. Oh Gott, was kommt denn hier alles noch? Ich meine, das Haus ist ja auch riesig von ihm. Das war mir schon vorher klar. Aber, naja. Es ist hier wieder so dunkel, ey. Na, hier ist auf jeden Fall der Ausgang, so viel ist sicher. Ja, dich habe ich gesehen, mein Freund. Nee, ich wollte Licht. Würde ich gerne. Ja, dass es hier nicht viel bringt mit dem Energiedings, das habe ich mir schon gedacht. Den vielleicht wieder umlegen? Nee, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Wenn ich den jetzt nochmal aktiviere. Ja, aber so ist er auf jeden Fall aktiviert, das weiß ich. Ne, hier ist definitiv zu. Das ist jetzt aber blöd. Weil ich weiß ja. Aua. Oder kann ich hier auch drüber springen? Ach so. Dann ist ja klar. Hilfe. Falsche Taste. Es ist eine Scheiße hier. Ich sehe fast nichts. Ach, hier kann ich auch unten durch? Nee, kann ich nicht. Hier ist zu. Ist hier jetzt offen? Nee, hier ist zu. Gut. Ich meine, es ist nicht gut, aber naja. Richt euch mal wieder ein, Leute. Ja, help me, kein Sir. Ja, ja. Komme ich von hier aus eigentlich jetzt dann da durch? Oh. Oh, ich kann zum Glück nochmal zurück. Puh. Ich wollte mich doch hier nochmal ganz kurz umgucken. Oh, das ist auch gut, dass ich dir jetzt nochmal aussaugen kann.
Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht sollte ich ein paar Mal hin und her gehen und das machen. Ja, danke schön. Kann ich hier durch? Nö. Aber jetzt ist hier der Weg frei, aber wo der hinführt, weiß ich ja nun mal schon. Kann ich hier jetzt lang? Nö. Ja, mach mal an, ne? Ich meine, mach mal auf. Genau, das war ja das. Das war ja das. Ja, alles gut, ne? Gut, dann gehe ich hier rein und gehe nochmal raus. Einfach nur, um meine Energie so aufzufüllen. So kann man es auch machen. Ich meine, warum nicht? Wenn ich die Möglichkeit doch dazu habe, das so zu machen, dann mache ich das doch auch so. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich gerade, gleich sehr viel das Schutzschild brauchen werde. Praktisch dauerhaft gegen Elsevier, weil ich glaube, jetzt hier nach dem Speicherpunkt kommt sofort der Bosskampf gegen Elsevier. Wäre ja jedenfalls nicht auszuschließen, ne? Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Gehe ein paar Mal hin und her und trinke ein bisschen magisches blaues Blut hier und ja. Ich meine, wenn hier schon wirklich ganze 4 Opfer angekettet sind, dann haben sie es auch nicht anders gewollt. So, noch einmal, da müsste ich ganz voll sein. Und dann speichere ich. Und dann im nächsten Part werde ich mich dann Elsevier zuwenden. Und ich weiß noch, dass lustigerweise ein kleiner Satz oder 2 Sätze von Kain auf Englisch noch sind. Ich weiß nicht warum, aber bei dem Kampf war das auf jeden Fall so, dass ja Kain am Schluss noch irgendwas dann sagt zu ihm, als er Elsevier besiegt hat. Und das ist dummerweise auf Englisch. Ich weiß nicht warum, die das dann vergessen haben zu übersetzen, aber naja. Ist halt nun mal leider so. Man kann es nicht ändern. So, ich rüste dann schon mal den Schutzzauber aus. Und mache hier aber erstmal Pause. Und wir widmen uns dann im nächsten Part dem Ganzen. Obwohl, warte mal. Ich möchte mal eben nachgucken, wie viele Secrets ich jetzt gefunden habe hier. Insgesamt, wie viele das jetzt sind. Wie das gewertet wird, weil es interessiert mich gerade. Status. Zeig mal. 37 Secrets von 100. Es wird irgendwie nicht mehr. Bright. Wir sind eine Braut. Kain, bist du weiblich? Warum ist Kain eine Braut? Warum steht bei Prestige Bright? Warum? Nein, das geht nicht. Oh mein Gott. Das ist zu schockierend. Das muss ich wegdrücken. Das kann nicht als letztes Bild hier sein. Nee. Oh mein Gott. Naja, okay. Ich mache hier dann jetzt wirklich einen Cut mit dieser erschreckenden Feststellung. Und, ja. Wir, ja. Ich bin völlig fertig jetzt dadurch. Nee. Kain und Braut, das geht einfach gar nicht. Nee. Naja, okay. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder gegen Elsevier, den Puppenmacher. Und, ja. Bis zum nächsten Part, Leute, ne? Ciao.